Liebe Leute, in diesem Video geht es um die Weimarer Verfassung. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der Revolution in den Monaten von November 1918 bis Januar 1919 kam es zu Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung im Januar 1919. Die mehrheitsfähigen Parteien oder die, die zusammen die Mehrheit hatten als Koalition, waren die SPD, die DDP und die Zentrumspartei. Und diese drei zusammen waren maßgeblich für die Entwicklung und Entstehung der Verfassung verantwortlich, die ich jetzt im folgenden Video vorstellen werde. Zunächst muss man sich überlegen, was unterscheidet eigentlich die Verfassung, die bis dahin gültig war, vom Deutschen Kaiserreich, von der Verfassung von 1919. Die hier aufgeführten Punkte stellen die wesentlichen Unterschiede dar und machen auch klar, in welche Richtung die Entwicklung ging. Weg von der konstitutionellen Monarchie mit dem starken Kaiser als Staatsoberhaupt hin zu einer Republik mit einem Parlament und einem Reichspräsidenten an der Spitze. Welche Funktionen die einzelnen Regierungsorgane hatten, wird in der Folge noch erklärt. Auch interessant ist, dass es vorher starke Einzelstaaten gab mit Fürsten an der Spitze, die auch durch den Bundesrat vertreten waren in der Reichsregierung. Jetzt in der Verfassung von 1919 hat man relativ schwache Bundesländer, die also quasi degradiert wurden von Einzelstaaten zu noch Ländern eines Bundes, die vertreten werden im Reichsrat. Auch interessant, das Wahlrecht ändert sich von einem reinen Männerwahlrecht von Männern über 25, die nach Mehrheitswahlrecht wählen und auch nur den Reichstag wählen können, hin zu einem Wahlrecht aller Menschen, aller Bevölkerungsteile über 20, und die wählen nach einem Verhältniswahlrecht. Das heißt, alle Stimmen zählen und es gibt keine 5%-Klausel. Das heißt, alle kleinen Parteien haben eine sehr gute Chance, wenn sie genügend Stimmen haben, da auch tatsächlich im Parlament zu sitzen. Das hat eine sehr große, starke Folge gehabt, nämlich dass sehr viele Parteien im Parlament waren und es Schwierigkeiten gab, überhaupt eine tragfähige Mehrheit zu finden, also Koalitionen zu finden. Politische Mitsprache hat sich auch deutlich verändert vom Kaiserreich hin zur Verfassung. Während dem das Volk am Anfang im Kaiserreich nur den Reichstag wählen durfte, der sehr geringen Einfluss hat oder relativ geringen Einfluss, zum Beispiel das Budgetrecht, also wenn es darum ging, die Staatsfinanzen zu verteilen, konnte er mitreden, ist es jetzt in Weimar so, dass das Volk alle Regierungsorgane wählt, also den Reichstag, den Reichsrat, den Präsident und sogar direkten Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen kann, und zwar über den Weg Volksbegehren, Volksentscheid, kurz erklärt. Volksbegehren heißt, wenn ein Zehntel der Wahlberechtigten etwas haben möchte oder einen Gesetzesvorschlag einbringen möchte, dann, wenn das also mehr als ein Zehntel der Wahlberechtigten ist, dann kommt es zum Volksentscheid und das Volk stimmt direkt über diesen Gesetzentwurf ab. Die Grundrechte waren in der Verfassung 1871 gar nicht vorgesehen, denn diese Verfassung diente dem Bismarck, der sie ja entworfen hat, eigentlich nur dazu, die Organisation des Staates festzuschreiben. Grundrechte waren für ihn nicht wichtig, ganz im Gegenteil, die wollte er gar nicht haben, er wollte ja keine liberalen Rechte haben. Nun, in der Verfassung 1919 war der Grundrechtskatalog sehr ausgeprägt, Vorbild war die amerikanische Revolution, die französische Revolution und auch der Entwurf der Paulskirchenverfassung. Dann zur Gesetzgebung. Im Kaiserreich, Bundesrat, wir haben ja gesagt, starke Einzelstaaten und Reichsrat zusammen. Allerdings war der Kanzler Otto von Bismarck auch gleichzeitig Vorsitzender vom Bundesrat und hatte damit eine sehr große Machtposition. Zu berücksichtigen dabei ist noch, dass im Bundesrat Preußen eine sehr hohe Anzahl von Mitgliedern hatte und auch eine Sperrmehrheit hatte, also die konnten Gesetze verhindern, die sie nicht haben wollten. Ja, also das heißt, der preußische Landadel zusammen mit Bismarck konnten eigentlich Gesetze verhindern. Das heißt, die Gesetzgebung war dort sehr eingeschränkt. Jetzt in Weimar ist es so, alle Regierungsorgane sind eigentlich in der Gesetzgebung beteiligt und auch das Volk direkt. Die Regierung besteht in der Verfassung 1871
aus einem sehr starken Kaiser und einer schwachen Organisation von Reichsrat und Bundesrat. De facto gibt es also gar keine Gewaltenteilung. Jetzt in der Verfassung 1919, wie ihr seht, gibt es scheinbar gar nichts. Da ist eine Lücke in der Tabelle, die ich da geschrieben habe. Da habe ich wohl was vergessen. Macht nichts. Ganz klar, in der Verfassung jetzt ist die Regierung, so wird die Regierung so gebildet, dass der Reichstag die Gesetze macht, aber alle anderen darauf Einfluss nehmen können. Ich hatte ja vorhin schon erklärt, über die Volksbegehren und Volksentscheid konnte Einfluss genommen werden. Und noch viel wichtiger war, dass der Präsident sehr starken Einfluss nehmen konnte, zusammen mit dem Kanzler. Darauf komme ich aber an späterer Stelle nochmal zurück, weil das ein sehr zentraler Punkt ist. So, jetzt haben wir also gesehen, insgesamt ist diese Verfassung sehr, sehr demokratisch. Für die Zeit damals war es die demokratischste überhaupt, die es gab. Ja, sehr viel Mitwirkung vom Volk, man spricht also von einer direkten Volkssouveränität. Das war den Verfassungsvätern auch wichtig. Und das führte so weit, dass die Verfassung so freiheitlich war, dass sie selbst verfassungsfeindliche Parteien zugelassen hat. Es gab also nicht sowas wie Parteienverbotsverfahren wie heute. Ja. Und dadurch, dass es auch keine 5%-Hürde gab, waren auch staatsfeindliche Parteien oder verfassungsfeindliche Parteien sehr stark vertreten im Parlament. Auch darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Halten wir also fest, eine sehr, sehr demokratische Verfassung, die Schwächen hatte, wie wir noch sehen werden. Gut, hier ist mal ein Überblick, eine sehr einfache Grafik, die wir gefunden haben, dieser Verfassung. Am besten fangen wir unten an beim Wahlvolk. Da steht schon geschrieben, allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime Wahl. Ich hatte ja schon erwähnt, Frauen- und Männerwahlrecht ab 20. Und die wählen eben alle drei Institutionen. Wenn wir uns das anschauen, ganz zentral in der Mitte wählen sie hier den Reichstag. Wir sehen, die Anzahl der Abgeordneten verändert sich, das ist aber nur eine Randnotiz. Dieser Reichstag ist zentral wichtig, denn er berät und beschließt letztlich die Gesetze. Also Reichstag direkt gewählt vom Volk. Auch gewählt werden die Länderparlamente hier unten zu sehen. Und die Länderparlamente entsenden nun ihre Abgeordneten in den Reichsrat. Der Reichsrat kann Einspruch erheben auf Gesetzesvorhaben. Allerdings muss man dazu sagen, der Reichstag kann diesen Einspruch mit einer Zweidrittelmehrheit abschmettern. So, und letztlich, und das ist natürlich sehr bedeutsam, wenn man weiß, dass die Menschen eigentlich aus einem Kaiserreich kamen, sie wählen das Staatsoberhaupt auf 7 Jahre auch direkt. Und das ist in dem Fall der Reichspräsident. Der hat eine sehr zentrale Machtposition, nämlich erstens, wie ihr ja sehen könnt, den Oberbefehl über die Reichswehr. Der kann also tatsächlich auch im Inneren die Reichswehr einsetzen, also das Militär gegen das eigene Volk. Wir werden später sehen, das ist in der Verfassung sogar gedeckt. Und er ernennt die Richter, sodass die Richter eigentlich, naja, nicht sehr neutral sind, sondern die sind ja abhängig vom Reichspräsidenten, denn der ernennt sie ja. Interessant auch die Pfeile, die vom Reichspräsident ausgehen. Einmal nach links, er ernennt und entlässt die Reichsregierung. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er bestimmt, wer das ist und sie auch wieder einfach entlassen kann, sondern das heißt nur, der Reichstag wählt ja aus seinen Reihen die Regierungsmitglieder, also den Kanzler und die Minister. Und es ist dann ein formaler Akt, dass der Reichspräsident diese gewählten, also vom Reichstag gewählten Vertreter dann zu Kanzler und Ministern ernennt. Genauso tut er das auch, wenn der Reichstag aufgelöst wird oder die Regierung vielleicht abgewählt wird durch ein Misstrauensvotum, dann entlässt er sie auch wieder aus seinem Amt. Das ist ein formaler Prozess, weniger ein Machtprozess, mehr eine formale Macht. Ja. Sehr interessant ist der Pfeil rechts vom Reichspräsidenten. Er hat eben mit Artikel 48 ein sehr, sehr starkes Instrument in der Hand. Wir werden gleich noch sehen, wie das genau funktioniert und was es bedeutet. Was in dem Schaubild fehlt, ist der Hinweis auf Artikel 25. Den könnten wir hier noch dazu schreiben. Ja.
An dieser Stelle, wo der Artikel 48 ist, könnten wir sagen plus Artikel 25, damit ihr euch das gleich merken könnt. Ich werde nachher noch erzählen, wie das genau funktioniert hat. Gut, soweit der Überblick und dann können wir weitermachen. Hier eben der angesprochene Artikel 25 und 48. 25 ist sehr kurz, da steht einfach drin, der Reichspräsident kann den Reichstag auflösen. Neuwahl findet spätestens 60 Tage danach statt. Das ist erstmal recht harmlos. Interessant wird es in Kombination mit diesem Artikel, nämlich dem Artikel 48 oder der sogenannten Notverordnung. Ja, ihr könnt euch das in Ruhe mal durchlesen, könnt ihr das Video auf Pause drücken. Interessant sind hier die unterstrichenen Stellen, die sind zentral wichtig. Der Reichspräsident kann im Artikel, in denen Grundrechte festgesetzt werden, zum Teil oder ganz außer Kraft setzen. Und wenn Gefahr in Verzug ist, die öffentliche Ordnung gestört ist oder die Sicherheit gefährdet ist, dann kann er sogar mit militärischen Maßnahmen einschreiten. Und er kann ja, wie wir eben gehört haben und gelesen haben, das Parlament auflösen, den Reichstag auflösen. So, hier sind die Artikel genannt, die er eben einschränken oder auflösen kann, zumindest zwischenzeitlich. Da seht ihr, das sind Grundrechte, freiheitliche Rechte, ja, Freiheit der Person, Unverletzbarkeit der Wohnung, Post- und Fernmeldegeheimnis, Meinungsfreiheit und solche weiter. Ne? So, und wenn man sich jetzt anschaut, was da passiert, dann nimmt man sich am besten mal die Zeit am Ende der Weimarer Republik vor, die letzten 3 Jahre. Da hat dieser Machtmechanismus gegriffen in folgender Form. Ihr seht es hier durchnummeriert. Man stellt sich das Szenario so vor, die Reichsregierung, ja, also die Exekutive, bringt einen Gesetzentwurf ein im Bundestag, im Reichstag, Entschuldigung. Der Reichstag billigt es nicht, er lehnt also die Gesetzesvorlage ab und der Reichspräsident reagiert auf Wunsch der Regierung, also die Regierung kann den Reichspräsidenten beauftragen, diese Vorlage mittels Notverordnung einfach doch durchzusetzen, also gegen den Willen der Parlamentsmehrheit. So, was passiert dann? Dann kann der Reichstag, wenn ihr zurückblättert, könnt ihr euch das nochmal durchlesen, Artikel 48, dann kann der Reichstag verlangen, dass die Notverordnung aufgehoben wird. Kann man sich vorstellen, das wird weder dem Präsidenten noch der Reichsregierung gefallen. Deswegen wird der Reichspräsident nach Artikel 25 dann den Reichstag auflösen, denn der gefährdet ja jetzt die Sicherheit und Ordnung, weil er nicht das macht, was der Präsident und die Regierung tun wollen. Und setzt dann die Notverordnung, die er haben wollte, in Kraft, wieder gegen den Willen des Reichstags. So, da der Reichstag jetzt aufgelöst ist und im Artikel 25 stand, man hat 60 Tage Zeit bis zur Neuwahl, kann der Reichspräsident zusammen mit der noch vielleicht in der Regierung befindlichen mit dem in der Regierung befindlichen Kanzler und den Ministern jetzt 60 Tage lang per Notverordnung und unter Außerkraftsetzung der Grundrechte, wie wir gesehen haben, einfach Notverordnungen erlassen. Sprich, der kann Gesetze alleine auf den Weg bringen. Ja? Bis die 60 Tage rum sind und dann kann das Spiel von vorne losgehen. Genau das ist in den letzten Jahren sehr häufig passiert. Einer der Gründe des Scheiterns, man sieht also in der Verfassung, ist mit Artikel 25 und vor allem 48 schon einer der Faktoren gefunden, warum diese Weimarer Verfassung sehr anfällig war. Das Ganze hängt natürlich davon ab, wer da an der Macht war als Präsident. Und ihr werdet später noch sehen, nicht in diesem Video, aber an späterer Stelle im Unterricht, das hat sich sehr stark geändert zwischen dem ersten Präsidenten und dem zweiten ab 1925. Gut, zum Schluss ein Vergleich der Parteien. Ihr seht hier das Spektrum von ganz links bis ganz rechts. Ein paar Jahreszahlen sind dabei, genau genommen eine, also nicht so arg viele. Ihr seht ein Spektrum von der KPD, also der Kommunistischen Partei, die sehr staatsfeindlich war, die ja die Weltrevolution unterstützte, das Vorbild in der Sowjetunion sah und alles verstaatlichen wollte und natürlich eine freiheitliche Verfassung, wie die, die wir jetzt eben gesehen haben, sehr stark ablehnte und deutlich ablehnte. Ganz rechts sehen wir 3 Parteien, die DVP, die DNVP und die Nationalsozialistische Partei, die vorher Deutsche Arbeiterpartei hieß, mit den entsprechenden Vertretern und auch dem wichtigen Faktum, dass sie alle 3 eigentlich diese Verfassung auch ablehnten. Ihr seht die politischen Ziele. Ja.
angefangen von der DVP, die monarchische Tendenzen hatte, also quasi zurück zum Kaiserreich, die Deutschnationale Volkspartei, die auch eine Monarchie wollte, die durch eine Verfassung etwas eingeschränkt ist, also auch so ähnlich wie es früher war, bis hin zum Nationalsozialisten, die natürlich einen Parteienstaat mit einer Diktatur wollten. Ja. Wirtschaftliche Ziele, da sieht man auch unten, dass es sehr starke Differenzen gab. Einig waren sich fast alle nur darin, dass man den Versailler Vertrag irgendwie rückgängig machen wollte, abschaffen wollte, bekämpfen wollte. Da waren sich fast alle einig. Interessant und merkenswert für euch ist, die staatstragenden Parteien waren genau drei Stück, nämlich diese drei hier. Die Sozialdemokratische Partei, die DDP und das Zentrum. Ja, die drei waren eigentlich die, die die Verfassung entworfen haben, die auch für diesen Staat standen, die demokratisch waren, die freiheitlich waren. Die beiden links davon, wobei die USPD als Abspaltung ja ab 1922 dann nicht mehr so eine Rolle gespielt hat oder gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und die drei ganz rechten Parteien, die haben das bekämpft. Und auch an diesem Bild sieht man relativ gut, dass diese Verfassung und der Staat damit auf recht dünnen Füßen standen. So, das soll es mal gewesen sein für diese Präsentation und dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten und viel Spaß. Wir sehen uns im Unterricht. Tschüss.